Mit einem breiten Sportangebot ist die Nordic Park Experience nach zweijähriger Pause wieder zurück in Saalfelden-Leogang. Egal, ob mit einer Tasse heißem Glöck, mit einem Biathlongewehr auf der Schießmatte oder mit Kufen auf dem Eis. Wer in das Lebensgefühl des hohen Norden eintauchen möchte, ist bei der Nordic Experience genau richtig. Ja, wir in Saalfelden-Leogang haben unser nordisches Zentrum in Saalfelden. Da legen wir wirklich einen Schwerpunkt drauf und wir haben uns da vor einigen Jahren Gedanken gemacht, dass wir dieses ganze Thema mit einer tollen Veranstaltung aufladen, und aus dem heraus ist die Nordic Park Experience entstanden. Und die Nordic Park Experience soll ein Fest sein für die ganze Familie, wo man diesen nordischen Lebensflair bei uns am Ritzensee in Saalfelden-Leogang wunderbar erleben kann. Dazu gehört natürlich auch das typische skandinavische Essen. Also sie stehen einmal auf Senf, das ist einmal das Erste. Und das Köttbullar ist ja eigentlich, kleine verschiedene Lorwal oder Hackfleischbällchen, wie man sagt. Aber das Besondere daran ist eine Senf-Rahmsauce eigentlich. Und dieses Köttbullar ist eben eigentlich fast wie ein Nationalgericht in Schweden. Aber ich glaube, dass wir mittlerweile schon die besser machen. Wie bereits in den Jahren zuvor ist die Nordic Park Experience auch 2023 als Green Event Salzburg zertifiziert. Ja, Green Events sind die Konzeption im derzeit nachhaltigen Stil, im Lifestyle, wo man Erkenntnisse hat, dass man einfach kaum Müll produziert, keinen CO2-Abdruck hinterlässt. Und diese ganze Konzeption selber, oder die Veranstaltung selber, ist aus Green Event konzipiert, weil wir uns auch in der Nachhaltigkeit einfach da dran hängen wollen. Alle jungen Besucher hatten bei den Kids Winter Games die Möglichkeit, sich an diversen Spielestationen zu versuchen. Ja, das macht einem halt einen Riesenspaß. Ich meine, das Gelände da rum am Ritzen ist ja wunderschön. Mit dem Eislaufplatz, mit dem Nordic Park, Longlaufpark. Und das von der Schule aus haben wir halt da noch natürlich viele Ideen. Und die setzen wir da mit den Winter Games um. Die Winter Games sollen schließlich Lust auf mehr Wintersport machen. Ja, wie schon gesagt, man kann zum Winter einfach die Leidenschaft machen. Und natürlich, wir haben bei unserer Schule 4 Wintersportarten. Und wenn man die Leidenschaft zum Winter hat, dann kommt man vielleicht zu einer von diesen Sportarten. Der Event musste in dieser Saison wetterbedingt leider schon einmal abgesagt werden. In Zukunft soll es die Nordic Park Experience aber wieder regelmäßig und vielleicht sogar öfter als zweimal geben. Nein, geplant ist die Veranstaltung eigentlich zumindest zweimal in der Wintersaison abzuhalten. Das Ganze war die letzten 2 Jahre aufgrund von Corona nicht möglich, und darum sind wir mehr wie glücklich, dass wir heute so ein Glück haben mit dem tollen Wetter. Den Restart, ich glaube, der ist mehr wie gelungen.